Man hätte zwar zu ihm hingehen können und ihn noch die Standardsachen fragen können, die er im Angebot hat. Die auch nicht verkehrt sind, aber wirklich Neues gab es bei ihm nicht. Halt da draußen deine Fresse. Danke. Hey Bertram, long time no see. I'm glad you're here. I've heard you've been up to quite a bit lately. Very interesting. I was hoping you could help me with something. A little bird said they spotted you down in the Warrens. Gonna be back there soon. Gary, du alte Plaudertasche. Ja, wer weiß. Was kann ich denn für dich tun? Looking for a data CD. It was lost down there, supposedly. Find it for me and I'll teach you a thing or two. Some stuff that could really come in handy for you, from the sound of things. Das klingt danach, dass wir hier wieder eine Skillerhöhung kriegen können. Vermutlich in Computer hacken irgendwas, was mit Nosferatu zu tun hat. Ja, das klingt gut. Great, great. Go to the Warrens, then find the data CD. Don't bother asking around for it. I've already made a pest of myself about this. Just find it and bring it back. Jo, kann ich dich darüber noch was fragen? Like what? Irgendwelche neuen Informationen? Sure. Ah, nicht wirklich. Hier ist anscheinend wirklich tote Hose. Schade. Ich hätte gedacht, man könnte ihn vielleicht noch fragen, was mit dieser CD auf sich hat. Aber vielleicht verrät er uns ja das ja, wenn wir die ihm zurückbringen. Und ja, das werde ich machen, wenn ich mal wieder da bin. Vermutlich, wenn ich mit Nix Quest erledigt habe, dann muss ich sowieso wieder runter in die Höhlen. Wenn mich nicht vorher schon irgendwas hinführt. Und wir fahren jetzt erstmal... Going somewhere. Ja. Nach Downtown, diesmal wirklich. Denn ich will gerne mit Nix Quest weitermachen. Das klingt interessant. Und ist ein cooler Nebenquest. Das heißt, wir müssen irgendwie in das Theater reinkommen. In das Nocturne Theater. Durch die Kanalisation. Und bevor ich das mache, will ich auch nochmal zu Jack. Denn ich fress doch meinen Hut, wenn ich ihm jetzt nichts Neues erzählen kann. Wo war das? Da hinten war's. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich gleich auch mal meinen Blutvorrat auffüllen. In meiner Lieblingsgasse. Komm schon, hier läuft doch immer einer durch. Ach, Downtown. Auch schon lange nicht mehr hier gewesen. Komm schon, hier muss doch mehr kommen als ein Penner. Den trinke ich doch in einer Sekunde leer. Na, kommt schon. Anscheinend will hier gerade nicht mehr kommen. Na dann schnell. Und zack. Naja. Okay. Immerhin zwei Blutpunkte habe ich gekriegt, glaube ich. Tja, da geht's wohl nicht rein, mein Junge. Ab zum Last Round. Vielleicht gibt es ja auch so nochmal was Neues, außer bei Jack. Aber das würde mir schon reichen. Da würde ich mich schon freuen. Und da sind wir auch schon. Gucken, was in dem alten Hardrock-Café so vor sich geht. Das Buch Nott, eine lose Sammlung von Kains Kinderlegenden und geschichtlichen Fakten. Das Buch Nott ist eine Chronik des Ursprungs der Kains Kinder, wurde jedoch nie ganz veröffentlicht. Hey Jack. Hey Kid, what's going on? Och, nicht wirklich, oder? Sure thing. Oh, da enttäuscht ihr mich jetzt aber ein bisschen hier. What's on your mind? Gar nichts. Leider. Leider, leider. Also es geht anscheinend wirklich nur, wenn man wirklich einen großen Schritt in der Hauptstory macht und Blackboy was zu berichten hat. Beziehungsweise in der ganzen Sarkophag-Geschichte was Neues passiert. Dann kann man leider erst wieder mit Jack reden. Schade. Ich hätte es jetzt gut gefunden, wenn man jetzt schon mit ihm über die Nosferatu hätte reden können oder generell. Schade. Schade, schade. Egal. Kann nicht immer alles super sein, denn auch dieses Spiel hat seine Grenzen. Sonst wäre es ja perfekt. Aber okay.
Dann gehen wir mal in die andere Richtung wieder. Zum Empire Arms Hotel. Da gegenüber soll es ja sein. Schubdidu, schubdidu. Und vielleicht erwischen wir jetzt eine richtige Person hier. Ja, ja, ja. Lauf noch ein Stück, lauf noch ein Stück. Und los geht's. Schnell, mach hinne. Bevor wir irgendein ein Spanner kommt. Wunderbärchen. Ich sauge gern an den adligen Flittchen. Und wo wir schon mal hier sind, hier ist das Theater, können wir gleich mal gucken, ob wir wieder Geld kriegen. Ist nicht so lange her, dass ich erst wieder hier gewesen bin, aber vielleicht gibt es ja schon wieder 100 Dollar oder so für mich. Let's see. Ob das wirklich mehr so ein paar Quests erledigen, dann kriegt man was. Oder ob es auch von der Hauptstory so ein bisschen abhängt. Boah, wieder 250 Dollar. Das lohnt sich langsam. Richtig, denn hätte man sie abgemuxt für den Russen, hätte man wohl 1000 Dollar gekriegt. Das weiß ich aus superlässiger Quelle. Und jetzt haben wir, glaube ich, von ihr schon mittlerweile so 700, 800 gekriegt im Gesamten. Und wenn das echt so weitergeht, das ganze Spiel, dann ist es einfach die bessere Lösung, sie am Leben zu lassen. Zumal ich auch gehört habe, dass wenn man sie killt, dass keiner mehr hinter der Bar steht. Und das ist schon irgendwie lame. So. Hier ist die Kanalisation, oder? Nicht. Hier wird doch wohl irgendwo ein Deckel sein. Da auch nicht. Dann bestimmt da hinten. Ich komme irgendwie in den Untergrund. Ah, war hier überhaupt was? Ich weiß nicht. Ich guck mal noch hier hinten, weil der latscht ja so langsam. Hier ist auch kein Deckel. Wenn man mal einen Kanaldeckel sucht. Boah, Junge. Geh mir aus dem Weg. Ich hätte ihn fast umgebracht. Scheiße. Und hier ist nicht mal ein Kanaldeckel. Das lohnt sich gar nicht. Also wirklich, hier wird doch wohl irgendwo ein Kanaldeckel sein, langsam. Kommt schon. Bin ich jetzt bescheuert? Gab es in der Stadt so wenig Eingänge oder bin ich gerade einfach nur blind? Kanalisation. Wo finde ich deinen Eingang? War hier einer? Nope. Wenn ich in der nächsten Minute keinen gefunden habe, mache ich hier einen Cut. Ja, ich mache einen kurzen Cut, denn ich habe eine Idee, wo einer ist. Anscheinend gibt es hier nicht so viele oder ich bin gerade einfach nur doof. Bis gleich, Leute. Oh, vergiss das. Vergiss das. So, ich hoffe mal, in der Kanalisation flippt das Wasser nicht wieder so aus. Hier habe ich das eigentlich immer ganz gut unter Kontrolle gehabt. So, da hinten ist auch gleich eine Karte. Aber keine Karte, die uns weiterbringt. Access Point F bringt uns auch nichts. Ist leider zugemauert. Hier ist eine Karte. So, wo sind wir? Wir sind bei. Wir sind bei G. G ist. Warum sind die Häuser mit Buchstaben betitelt und die Legende ist mit Zahlen betitelt? Das muss ich ja auch noch rechnen. A, B, C, D, E, F, G, G, 7. Wir sind beim Hospital. Ja, in der Nähe des Hospitals. Und wir wollen zum Nocturne Theater. Diese scheiß Legende hier verwirrt mich gerade echt. Ah, ja. Achso, das Blaue sind wir. Okay. Nee, Moment mal.
Hier ist eine Sackgasse. Das heißt, wir sind hier in dem gelben Kanal. Ne, wir sind hier in dem blauen, genau. Wir stehen quasi, wenn da die Sackgasse ist, ist sie links von uns. Okay. Wenn ich jetzt nach rechts gehe und ganz nach hinten rumgehe, wir müssen zu B. Zum Nocturne Theater. Also eine ganz andere Richtung anscheinend. Mal gucken, ob wir es finden. Access Point G. Mal gucken, ob wir den finden. So, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich ganz falsch. Okay. War ja klar, dass wir den falschen Weg nehmen. Hier lang. Dupdidu. Ist ja überhaupt nicht nass hier unten. So, ich hoffe mal. Was ist hier? Was? Surreal Access? Whatever. So. Access Point D. Da ist nix. So. Hier ist auch nix. Ich muss sagen, so detailliert habe ich mich hier unten echt noch nie umgeguckt. Access Point B. Wo ist denn der? Hey! Wir sind... Ah! Das ist er! Genau da müssen wir hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht sind die, das Sewer System ja hier so verwinkelt und so wenig auffindbar. Oberhalb der Oberfläche, weil man die eigentlich alle von unten betreten muss. Und die alle in ein Gebäude reinführen oder so. Ich habe vorhin echt keinen Kanaldeckel gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich richtig bin. Aber das sieht schon mal gut aus. Es ladet nicht so lange. Ah, vergesst es. Okay. Anscheinend sind wir doch richtig. Oh Gott, ich höre jemanden. Angst. Wer ist hier so fucking laut? Na, Auspacks nehmen. Ist, als ob einer direkt hinter mir trampeln würde. Ah. Cops. Boah, das ist ja eine richtige Sneaking-Mission hier wieder. Oh mein Gott, ist das der Ort, wo mein Erzeuger hingerichtet wurde? Ich habe mich schon immer gefragt, wo der eigentlich ist. Ja, lauf mal, lauf mal. Ja, na klar. Das ist der Ort, wo ich mit Lacroix, wo die ganze Veranstaltung war. Der Courtroom. Der Courtroom der Camarilla. So, was müssen wir jetzt nochmal genau tun? Nun, da wir drin sind. Eindringen habe ich gemacht. Kamera beim roten X anbringen und dieses über das Netzwerkterminal unten im Theater aktivieren. Okay, das machen wir erstmal. Finde das rote X. Und töte niemanden. Ah, bingo, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Sehr schön. Jetzt müssen wir die dann noch aktivieren. Die Mega-Webcam. Die hier immerhin besser versteckt ist als in der Wohnung von dem Model, das sich umgebracht hat. Wo man sich echt fragen konnte, warum die nicht entdeckt hat. Teilweise. Whatever. Bums, bums, rums, die bums. Das funktioniert schon mal ganz gut. Teil 1 von 3 haben wir geschafft hier. Und schaffen es hoffentlich hier runter zu klettern. Wow, 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 wow.